Tag auch, Heldin. Während du im Methan rumgeschwommen bist, habe ich am Meeresgrund etwas entdeckt. Es stammt nicht vom Titan. Ich habe das schon mal gesehen. Auf der Glykon, der Leviathan und auf meinem Schiff. Ein Organismus, der psychische Verbindungen formt. Wächst scheinbar wie Korallen in den Tiefen. Wir sollten es sammeln und damit Sloans Verbindung zu dieser Kreatur verstärken. Ich kann mein Gambit-Equipment anpassen, um das Zeug zu deponieren. Aber dafür brauche ich Teile aus dem goldenen Zeitalter. Zufälligerweise gibt es in der Arkologie haufenweise davon. Wenn du sie mir holst, bastel ich an der Bank rum. Wir müssen also nur, naja, runter in die Tiefen des Methanmeeres, um zu holen, was Sloan braucht. Und natürlich währenddessen nicht ertrinken. Das schaffst du locker. Na, was sagst du? Bereit für den nächsten Tauchgang? Wir halten die Stellung. Verfolge den Feind und sichere die Arkologie. Es stehen Wartungsarbeiten an. Nur Hüter können sich in diesem Bereich gefahrlos aufhalten. An die Arbeit!
hinterlassen. Wir müssen sie zerlegen, bevor sie die Arkologie beschädigen. Sie haben es auf das Bergungsgut abgesehen. Hüter, fangt sie ab! Thank you.
Transport läuft. Haltet Stand. Sie werden mit allem auf uns feuern, was sie haben. Wie geht's dem alten Knacker? Ah, wie nett, dass du fragst. Osiris geht es gut. Sogar besser als gut. Ich glaube, er hat gefunden, wonach er auf Neptun gesucht hat. Was war das überhaupt? Die Stadt Niumuna? Nein, nein. Er hat einen Zweck gefunden. Lernen, lehren, beraten. Das, worin er immer gut war, aber wovor er stets weggelaufen ist. Ja, klingt so, als würde es für euch beide endlich mal gut laufen. Wurde auch Zeit.